Von vielen, vielen Jahren wohnte am Fuße des Wabelhügel ein schrecklicher Drachen. Niemand, kein Einwohner Krakas, wusste wann und woher diese Bestie dort angekommen ist. Es gab keine Methode und keine Waffe, damit ihn besiegen. Alle Menschen in Krakau zitterten von Angst. Ah, es ist schrecklich. Ich habe Angst, große Angst. Jeden Tag trat der Drache aus seiner Hülle heraus und forderte ein junges Mädchen zum Frühstück. Schafe, Kühe und Pferde. Mit dem Feuer aus seinem Rachen brannte er Häuser und Felder nieder. Der kluge Prinz Krak dachte lange nach, wie dieses Problem entlösen. Schrecklichen Drachen für alle Zeit befreit, bekommt Krone und Zepter und meine Tochter, Prinz Krak. Viele mutige und tapfere Ritter kamen nach Krakau, um den Drachen zu töten. Hey, du, Drache, komm hier, ich warte auf dich. Ein paar sind Kühne. Wozu? Ich
Ein Sondertier machen. Am Morgen ging der Schusterjunge zur Höhle des Drachen, stellte das Lamm und versteckte sich. Der Drache stand auf und ging aus. Ich habe Hunger, großen Hunger. Ich will essen. Oh, mein Frühstück. Prinzessin Wanda, es wird andere Geschichte.